Servus und Grüezi und hallo zu einer neuen Version von Schoki Banuki Daily. Heute leider wieder mit dabei ist der Sascha, lässt sich nicht vermeiden. Aber um das wieder wettzumachen, bin ich auch mit dabei, der Pujan. Und ja, hallo Sascha. Tag. Wir reden heute über den 4. Mai. Am 4. Mai hat Geburtstag wer? Am 4. Mai hat Inga Nilsson Geburtstag. Kennst du Inga Nilsson? Nilsson. Kennst du auch Nillekäs? Das ist Nillekäs. Die hat davon damit nichts zu tun. Kennst du Inga Nilsson? Ja, Inga Nilsson kenne ich. Nilsson ist nämlich, schreibt sich auch mit Doppel-S. Aha. Wieder was dazu gelernt. Also doch. Karin Inga Monika Nilsson, oder Nilsson, wie der Profi das ausspricht, ist eine schwedische Schauspielerin. Das Gesicht mag vielleicht schon mal erahnen lassen, wohin die Reise geht, woher wir dieses Grinsen kennen. Mhm. Denn sie hat zwischen 1969 und 1973 Pippi Langstrumpf gestriegelt, nach dem Buch von Astrid Lindgren, nach dem Roman oder den Romanen. Und ja, man sieht, ihre Frisur hat sich seit damals ein bisschen verändert. Ja. Das wichtigste Hauptaugenmerkmal, was einem wirklich auffällt, ist der Affe, der nicht mehr auf ihrer Schulter sitzt. Nee, ansonsten sieht sie ja gleich aus. Weißt du noch, wie der Affe hieß? Kleiner Onkel. Nein, das war das Pferd. Herr Nilsson. Richtig. Ach so? Herr Nilsson. Stimmt. Und sie hieß Inga Nilsson. Ah, komisch. Nicht schlecht. Deswegen wurde sie wohl genommen. Naja, egal. Nur wegen des Affen? Ja. Gibt ja. Aber du hast ja noch ein anderes Bild mitgebracht. Das ist richtig. Ich habe noch eins mitgebracht. Und zwar sah sie so ungeschminkt aus. Ja, das ist eigentlich Inga Nilsson vor Pippi Langstrumpf. Ich finde, so sieht sie ein bisschen gruselig aus, oder? Hat so ein bisschen was da. Naja, komm. Ja. Ja, aber heute am 4. Mai 1953. Heute am 4. Mai, aber 1953. Ach so. Ja, hat Ernest Hemingway den Pulitzerpreis für Der alte Mann und das Meer bekommen. Aschmarrn. Ja. Echt? Ja. Hast du das eigentlich schon mal gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Den Film gesehen mit Anthony Quinn? Den Film, das war ja klar, den habe ich gesehen, aber auch gelesen ist das Buch. Mhm. Ist ja gar nicht so dick. Ist ja nur so ein. Nee, der hatte eine normale Figur. Der Anthony? Ja. Oder der Anthony. Ernest Hemingway hat ja immer total betrunken geschrieben, sagt man. Und der hat auch betrunken nicht geschrieben. Ja. Also viel, eigentlich war er immer betrunken. Viel getrunken. Ja. Genau. Dann haben wir natürlich am 4. Mai, wir wollen das mal übersetzen ins amerikanische Englische. Was heißt 4. Mai auf Amerikanski? 4th of May. So, und May the 4th. Und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. May the 4th be with you. Okay, unser Anglo-Legastheniker. Ach so, ja. Weltweiter Star Wars Tag, also inoffiziell. Hast du Sterntrek gesagt? Ach so, nee, Star Wars. Star Wars. Also es ist der inoffizielle Star Wars Day aufgrund dieser Begebenheit, dass man eben May the 4th, Mai der 4. und möge die Macht, und so weiter. Das hast du sehr schön erklärt. Haben wir heute Star Wars, haben wir ein Bild von Star Wars irgendwie? Sternenwerk. Ach ja, Star Wars, guck mal. Heute ist May the 4th be with you. Das heißt, heute ist der offizielle Star Wars Tag, internationaler. Ja, genau. Weißt du eigentlich, wie die das Atemgeräusch von Darth Vader hingekommen haben? Nee, das musst du mir unbedingt erklären. Mit einer Schnorchel, also mit einer Tauchermaske. Ja, da haben sie, das war ja das Naheliegendste eigentlich, ja. So haben sie es hingekriegt. Ja. Ja, aber ich habe mir gedacht, du hast irgendeine kuriose Geschichte, das war ja das war weißt klar. du, wie sie C3PO in diese goldene, also wie sie diese goldene Hülle hingekriegt haben für C3PO? Folie. Mit goldener Farbe. Und goldener Folie. Sag ich doch. Mhm. Nicht schlecht. So. Unwissentlich alles richtig gemacht. Hast du noch was? Ja, ja. Am 4. Mai 1948 ist das Drama Der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht uraufgeführt worden. KKK. Hat jetzt das nicht irgendwas mit Amerika zu tun? Kaukasischer Kreidekreis? Nee, KKKK. Kaukasischer Kreidekreis. Ja. 4K. Und 3K kennen wir aus Unendliche Geschichte. Was denn? Naja, der Held der Geschichte ist Bastian Balthasar Buchs. Er rennt aber diese Buchhandlung und die Buchhandlung gehörte Karl Konrad Koriander. Karl Konrad Koriander hat aber nicht den Ku Klux Klan gegründet. Ku Klux Klan sagt mir jetzt gar nichts. Nee, gell? So, das war's zum 4. Mai. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn nicht, habt ihr gelitten. Ja. Und müsst euch einfach die nächste Folge anschauen. Ja. Wer nicht lacht, hat es nicht kapiert.
sagt man ja auch. Oder es war scheiße. Oder es war scheiße. Ja. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, Miss Sophie.